Es geht jetzt um die Aufgabe. Wir haben drei Wahrscheinlichkeiten gegeben. Nämlich, wir haben die Wahrscheinlichkeit von A, das soll 0,7 sein, die Wahrscheinlichkeit von B 0,6 und die Wahrscheinlichkeit von A Schnitt B soll 0,5 sein. Und wie gesagt, es soll erstmal eine Anwendung des Additionssatzes sein. Der Additionssatz lautet für zwei Mengen P von A vereinigt B gleich P von A plus P von B minus P von A Schnitt B. So, jetzt, eigentlich sollten wir hier mit dem zweiten anfangen, mit dem P von A vereinigt B. Wie rechnen wir jetzt aus diesen Zahlen die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt B aus? Wer weiß das? Das sind die 0,7 plus 0,6 minus die 0,5. Ja, also, das heißt, Sie wenden einfach den Additionssatz blind an, völlig richtig, 0,7 plus 0,6 minus 0,5. Und Sie haben jetzt gesagt, das sei 0,8, das wird schon stimmen. Okay, das war kein Problem. Das ist jetzt auch eine echte Anwendung des Additionssatzes. Jetzt gehen wir mal zu dem P von A quer. Wie rechnen wir denn das P von A quer aus? Das sollten Sie wissen. Ist aber kein Additionssatz, sondern das ist früher. Das geht über das sogenannte Gegenereignis. Wie lautet die Formel des Gegenereignisses? Nun, das ist, ja, völlig richtig. Das ist 1 minus P von A. Das ist A quer. Das quer heißt immer nicht. Das heißt, ich verwende das quer grundsätzlich als Zeichen nicht A. 1 minus P von A und das ist in unserem Falle 0,3. Jetzt können wir auch, wenn es gar nicht gefragt ist, kurz das P von B quer rechnen noch. Was wäre das P von B quer? Ja, das wäre dann 1 minus 0,6, also 0,4. Ja. Also, das heißt, so haben wir jetzt das P von A quer und P von B quer gerechnet mit Hilfe des Gegenereignisses. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, dann würden Sie eigentlich dieses Gegenereignis hier brauchen, habe ich aber schlecht formuliert, jetzt will ich gleich, ich habe gehofft, ich würde hier noch eine Vereinigung haben wollen, will ich aber nicht, ich baue das schon um. Bauen wir mal kurz hier als P von A quer vereinigt B quer. Was wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit von A quer vereinigt B quer? Kann ich das? Das kann ich gar nicht rechnen. Vorerst kann ich nicht rechnen. Nee, muss ich lassen. So, jetzt komme ich nämlich zu was anderem. Ich zeichne Ihnen nämlich jetzt etwas hin. So. Das hier, das hat einen Namen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das nennt sich ein sogenanntes... Sehr gut, das ist ein sogenanntes Venn-Diagramm. In meiner Welt heißt es ein bisschen anders. Also das Wort Venn-Diagramm steht bei mir im Buch auch. Aber bei mir im Buch steht auch das Wort disjunktive Normalform. Also das heißt, das hat etwas mit der disjunktiven Normalform zu tun. Disjunktive Normalform. Wenn Sie den Begriff nicht kennen, den brauchen Sie auch nicht. Ich sage es einfach nur, wenn Sie den bei mir im Buch lesen, disjunktive Normalform, dann wissen Sie schon, was ich da brauche. So, und in das Venn-Diagramm können wir bestimmte Zahlen hier eintragen. Welche Zahlen können wir denn hier eintragen in das Venn-Diagramm? Die 0,5, wo kommt die hin? Vielleicht mal A und B. Richtig, Schnittmenge, richtig, das kommt hier, die 0,5 kommt hier rein. So, welche Zahl kommt denn dann hier rein? 0,7. Nee, die 0,7 ist das komplette P von A. Welche Zahl kommt also hier? 0,2. Völlig richtig, ja. So, das heißt, deswegen heißt es auch disjunktive Normalform, reden wir gleich drüber. Was kommt denn hier für eine Zahl rein? Völlig richtig, also die müssen zusammen die 0,6 geben und hier zusammen die 0,7, völlig richtig. Und jetzt sehen wir außen, welche Zahl kommt denn hier außen rein? 0,5.
sein? Völlig richtig, jawohl, die kommt da rein. So, und Sie sehen, Sie hätten das jetzt rechnen können. Also Sie können erstmal die Zahl ablesen. Also was kommt hier jetzt raus für P von A Querschnitt B quer? Ja, und zwar die gelbe davon. Also es sind zwei 0,2er dummerweise dran. Da kommt, deswegen habe ich dir jetzt eine neue Farbe gegeben. Ja. Das ist also die zweite 0,2. Ja, und das können Sie so rechnen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn diese Zahl hier, die 0,1? Welche Wahrscheinlichkeit ist 0,1? P, A quer und B. Ja, völlig richtig. Das ist A quer, nicht A, aber B. P von A quer Schritt B, haben Sie gut gesagt, das ist die 0,1. Also das heißt, da kommt das hier raus. Jetzt, was ist die 0,2? Und zwar die weiße 0,2. Und die 0,5 kennen wir ja schon. Was ist die weiße 0,2? Diese hier. Völlig richtig, ja. Und Sie sehen, das ist dann die disjunktive Normalform, die hier rauskommt. Und das bedeutet, insbesondere können Sie jetzt das Entweder-Oder rechnen, also Entweder-Oder, aber nicht beides. Was ist das Entweder-Oder? Was ist das Entweder-Oder? Ja, das ist das oder das, die beiden zusammen, aber nicht die Mitte. Das ist 0,2 plus 0,1. Also 0,3. Wie gesagt, dieses Mengenbildchen, das heißt disjunktive Normalform, und Sie können tatsächlich jeder dieser, das zerfällt quasi in vier Mengen. Eine Menge, zwei Mengen, drei Mengen, vier Mengen. Ich schreibe Ihnen das nochmal auf einen Haufen hin, dass Sie sehen. Also Sie haben da das P von A Schnitt B als 0,5, das ist das Innere. Dann haben Sie die 0,2 als P von A Schnitt B quer. Ja, da haben Sie hier quasi jetzt einen Querstrich dazu gekriegt. Die andere, die 0,1, haben Sie als P von A Querschnitt B. Da haben Sie quasi, das zählt so richtig hoch, ja, kein Querstrich. Dann hier 1, dann hier der Querstrich, das ist dann die 0,1 und dann das letzte mit zwei Querstrichen, Schnitt B quer, das ist die 0,2, aber es ist nicht die richtige 0,2, habe ich schlecht gemacht, sondern es ist die gelbe 0,2. Ja. So, und das nennt man disjunktive Normalform, dieses Gebilde. Ja. Das heißt, ich habe quasi den gesamten Wahrscheinlichkeitsraum in hier vier Mengen zerlegt. Ja, und habe dann anhand dieser vier Mengen alle Fragen zu dem Thema beantwortet. Insbesondere kann ich natürlich auch den Additionssatz dadurch verifizieren. Ja, der Additionssatz sagt ja, P von A vereinigt B, den könnte ich jetzt hier umformulieren, den könnte ich jetzt hier umformulieren als P von A Schnitt B quer, das ist das hier, plus P von A Schnitt B, das ist das hier, plus das, was hier steht, P von A Schnitt A quer Schnitt B. Ja, das ist auch ein Additionssatz, aber ein anderer. Ja, man sieht, dass ich hier die Vereinigung drin habe, um die Vereinigung bin ich hier überall rumgekommen. Ja, gibt es da Fragen zu der Aufgabe? Könnten Sie bitte nochmal kurz sagen, wie Sie auf 0,2 bei A und bei B 0,1 gekommen sind? Habe ich nicht dieses hier? Da versuchen wir jemand mal zu erklären, wer auf die 0,2, ich mache die mal in einer anderen Farbe, dass wir sie sehen. Versuch mal jemand von Ihnen, sonst lege ich los. Wir wissen ja, dass P von A 0,7 ist. Das Gesamte. Und wir wissen, dass der Abschnitt von A und B, was beide zusammen ist, 0,5 ist. Und kann dann sind 0,2 quasi der Rest von. Super, super, haben Sie es erklärt, genau richtig. Also das heißt, das ist eben diese Zerlegung. 0,7 zerlegt in 0,5, 0,2. 0,6 zerlegt in 0,5, 0,1. Gut, sehr gut auch die Frage, sehr gut auch die Antwort. Noch Fragen dazu?